Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei Atlas Bier brauen kann. Das ist ziemlich einfach gemacht und auch der Effekt davon ist auch ziemlich cool. Was ihr dafür braucht, sind diese Lederbeutel, wo man Wasser drin haben kann und natürlich Mais. Wie man an Mais kommt, wissen ja die meisten schon, entweder von Inseln oder wenn man graben tut irgendwo. Oder wenn man die Schiffe plündert. Da im Loot drin hat es die auch. Was ihr als nächstes machen müsst, ist die Skillpunkte hier unten auf diesen Küchentopf machen. Nachher, wenn ihr das gemacht habt, ist ganz hinten so ein Küchentopf erschienen. Und dann müsst ihr gleich mal das erste skillen. Die anderen sind nicht so wichtig. Das erste ist, das war jetzt Nummer 1, was ihr braucht. Und die Nummer 2, was ihr braucht, ist ein Kochtopf. Wie man den macht, ihr braucht Feuerstein, Stein, Holz und Stroh. Den könnt ihr bei euch unten im Inventar craften, das ist auch ganz einfach. Und wenn ihr den platziert habt, könnt ihr da reinschauen und da seht ihr, ihr braucht Holz zum den anzünden und Mais und eben, wie gesagt, den Wasserbeutel. Jetzt könnt ihr ganz einfach das Feuer noch entfachen und unten in der Leiste seht ihr da schon das Bier. Wenn ihr jetzt den craftet, von denen könnt ihr mehrere machen, dann übergebt ihr euch, glaube ich, ich weiß es nicht ganz, aber ich glaube, man kann zu viel saufen von dem und dann wird einem richtig schwindelig und man hat wirklich so, wie man echt besoffen ist. Natürlich gibt es da noch mehr Rezepte und alles, aber das möchte ich alles nicht vorführen. Ich warte nur, bis das Bier fertig ist. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einen Bierkrug, den können wir unten in die Leiste ziehen. So, und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einfach diese Taste aktivieren, wo ihr es gespeichert habt. Geht auf das Schiff und besäuft euch auf dem Schiff und fahrt los. Das, wie die alten Piraten immer gemacht haben, immer schön den Kopf zuballern und dabei noch schön mit dem Schiff rumfahren und was. Und ja Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, lasst eine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder.